Hallo meine Lieben, ich bin's, der Janis. Einfach Janis. Oh, meine Kamera. Ich weiß nicht, ob es mein Display ist. Ja, ich glaube, es ist mein Display. warte mal, ich mache das gerade sauber hier. So, einfach Janis hier. Ich bin den ganzen Tag schon am Kochen. Entschuldigung, dass meine Kamera ein bisschen fettig ist. Mein Handy dient mir als Timer. Ich bin in Chile und es ist so warm. Ich bin am Sterben, ich bin am Schwitzen. Ich muss mein Getränk, ich muss es trinken. Reden ist irgendwie gerade auch ein bisschen anstrengend. Aber ich wollte euch kurz zeigen, so ein bisschen, was ich heute esse. Eigentlich morgen. Heute ist der 23. Morgen ist 24. Also morgen ist Bescherung und morgen gibt es dann das leckere Essen. Ich bin super kaputt. Ich zeige euch mal was. Kommen wir mal direkt zu einem meiner Rituale an Weihnachten. Auch an Silvester. Ich mache immer gerne Serviettenknödel. Das sind ja, alte Brotstücke mit Butter, Zwiebeln und so zermanscht und dann mit Eiern gemischt und ein bisschen Milch, dass man da so einen Brei rausmacht und dann wird das in heißem Wasser gekocht und ja, ich lasse das auskühlen und am Morgen wird das dann so in Scheiben geschnitten und dann wird das in der Pfanne nochmal angebraten mit einer schönen dunklen Soße. Mega lecker, geiler Weihnachtssnack. Ich mache bestimmt noch mal ein Weihnachtsvideo, dann werdet ihr das vielleicht sehen. Keine Versprechen machen. Ja, Kartoffelsalat, typisch deutsch. Kartoffelsalat ist eigentlich auch Tradition, aber das gehört eigentlich immer irgendwie mal zwischendurch. Ein bisschen Kartoffelsalat machen. Ich liebe Kartoffelsalat, ist ein Klassiker. Eigentlich zu Hause in Deutschland gibt es dann immer einen Heringssalat, ne, mit Fisch, aber rohen Fisch bei 32 Grad. Ja, keine Ahnung. Das kommt nicht so gut. Und hier, ich guck mal direkt hier rüber. Das ist meine Soße. Das sind eigentlich jetzt ja, so die Fleischreste. Ich zeige euch gleich das große Stück Fleisch. Ich habe das schon alles so klein geschnitten, die Sehnen weggemacht und das Fett so ein bisschen abgeschnitten, wo es ein bisschen zu viel war. Hier angebrannt kann man sagen. Ja, ein bisschen ankrosten lassen. Ein bisschen schwarz wird das Fleisch. Nicht wirklich schwarz, aber es ist halt fett. Ne? Deswegen muss halt richtig kross werden und dauert lange, bis das durch ist. Mit Champignon, Koriander, Möhren, Sellerie und Co. Ja. Kommen wir in meinen Kühlschrank. Hier ist so eine selbstgemachte, ausgemachte Nacho-Soße. Ich kann auch geil Fleisch benutzen. Ich habe halt echt ein großes Stück Fleisch, ein paar Nudeln vorgekocht. Hier Krautsalat. Entschuldigung, dass mein Kühlschrank ein bisschen dirty ist, aber ich koche den ganzen Tag, nehme Sachen rein und raus. Und ich zeige euch jetzt mal unser Fleisch. Oh, warte, hier. Bevor ich euch das zeige, Cola de Mono. Cola de Mono, Affenschwanz auf Deutsch. Keine Ahnung, was eigentlich genau das ist, aber das ist so wie Milch. Sahne-Likör, erinnert ein bisschen an, ich weiß nicht, keine Ahnung, an was mich das eigentlich erinnert. Aber ist ein Milchgetränk. Alkoholisches Milchgetränk. So, schnell die Hand noch gewaschen hier natürlich. Und was für ein schönes Stück Fleisch. Schöne Marmorierung. Ja, ich glaube, das wird sehr lecker. Ja, dann habe ich das hier noch. 1 Kilo Schwein. Das kommt in die Pfanne. Von beiden Seiten scharf anbraten, ein Stück Butter drauf, Deckel drauf und dann einfach ein bisschen schmoren lassen auf sehr niedriger Temperatur. Das wird halt als allererstes morgen gemacht, bevor überhaupt das Essen anfängt. Das kann richtig schön bei ganz niedriger Temperatur vor sich her schmoren und dann wird das in Streifen geschnitten. Alter, das wird so schön lecker und zart. Schwein übrigens. Chancho. Dann haben wir hier noch Chorizos. ja, das hat nichts damit, mit der deutschen Chorizo zu tun. Das sind Longanisas, lange Chorizos, Tradition Alemana. Ja, es ist nicht deutsch. Es ist definitiv nicht deutsch. Sowas kennt man in Deutschland. Chorizo ist mega geil. Schmeckt nach Chorizo, so wie wir das in Deutschland kennen. Nur halt nicht so hart. Es wird halt gebraten, gegrillt, ganz normal. Und dann wird das so wie eine Bratwurst. Aber es schmeckt halt wie diese ganz normale Chorizo beim Spanier, kennt man doch. Dann gibt es immer so bei der Vorspeise so kleine Salamistückchen. Das ist meistens Chorizo. Natürlich noch das hier. Ne? Kleine Würstchen. Die mache ich einfach in meinem Airfryer. Und ich habe hier noch was ganz Besonderes. Blutwurst. Blutwurst, ja, nur typisch deutsch auch. Ich werde die auch in den Kombidämpfer machen. Also ganz normal wie so ein Ofen, Heißofen mit Lufttemperatur betrieben. Und dann kommen da, wenn die dann aufplatzen, dann kratze ich das aus dem Darm heraus, das Innere der Blutwurst. Und dann mische ich das mit ein paar Nüsse. Und dann wird das dann so ein bisschen noch, ja, auf dem Brot serviert. Oh Leute, das ist so pervers lecker. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker das ist. Das war sozusagen, was gibt es bei Janis an Weihnachten zu essen?
Kiste von meinem Sohn. Nein, sie ist noch heile. Oh, ich bin so kaputt. Ich bin jetzt fast fertig, noch aufräumen. Noch ein Gläschen trinken. Es ist jetzt, ich glaube, 9. Halb 9 ungefähr. Vielleicht eine Runde zocken oder so. Wenn der Kleine schläft, man weiß nie, was kommt. Vielleicht einen Film auch gucken. Es ist einfach zu warm. Vielleicht schlafe ich auch gleich einfach. Mir ist so warm. Und wenn es jetzt gleich kühler wird, ich weiß nicht, dann wird man auch wieder aktiver. Das ist das Komische. Aber ich setze mich jetzt nochmal auf den Balkon, ausklinken. Ich trinke über übrigens eine original mexikanische Michelada. Was das ist? Tomatensaft mit Bier. Ist lecker. Klingt eklig, ist aber sehr lecker. Falls du Bloody Mary magst, dann wirst du das hier auch lieben. Und ja, auf Wiedersehen. Ich wünsche allen schöne Weihnachten, falls wir uns nicht sehen. Ich denke mal, wir werden uns nicht nochmal sehen. Ich glaube, das ist das letzte Video, bevor Weihnachten war. Weil wenn ich morgen filme an Weihnachten, dann werde ich das irgendwann nach Weihnachten hochladen. Deswegen ja, wir sehen uns nach Weihnachten. Und dann melde ich mich nochmal wegen Silvester. Und ja, ciao.